So, also heute geht es jetzt um die letzte Besprechung von dem, was wir jetzt als Studienarbeit hier bei Informationsvisualisierung vorhaben. Und zwar ging es ja darum, diese Corona-Situation zu analysieren und eben auszuwerten und jetzt einfach mal sich geeignete Daten rauszusuchen und die aufzubereiten oder erstmal auch einmal zu sichten, wie sie so ausschauen und dann aufzubereiten, das Ganze mit Python und Pandas und dann die Daten eben entsprechend zu filtern, abzuspeichern eventuell und das Ganze über eine Webseite verfügbar machen über JavaScript. Also das wäre quasi diese komplette Arbeit und ich habe jetzt quasi mal ein kurzes Beispiel mal vorbereitet, das so wie es sein könnte. Also das sollen Sie ja natürlich nicht eins zu eins kopieren, aber im Wesentlichen kann man das jetzt mal hier so sehen. Und zwar geht es hier los mit so einem Jupyter Notebook. Ja, das ist im Prinzip jetzt hier über Visual Studio Code geöffnet. Und da haben Sie jetzt die einzelnen Bereiche in dem Notebook. Ja, also hier hat man diese Imports nochmal, ich gehe nochmal alles durch. Also hier binde ich dieses Pandas ein, das man eben braucht, um diese Datensätze überhaupt mal jetzt in so ein Data Frame darzustellen. Dann habe ich nämlich die Daten liegen in diesem JSON-Format vor, das heißt, ich binde noch sowas wie JSON ein. Dann habe ich noch sowas wie eine Internet-API, also um die Daten eben jetzt irgendwo aus dem Web zu holen. Und da gibt es dieses Request-Modul, das eben HTTP erlaubt. Und dann noch so mal so irgendeine Plot-Bibliothek, die ich natürlich dann auch noch einbinde, die ich natürlich auch verwende. Das habe ich schon mal gezeigt. Also ich habe hier nochmal, ich hole die Daten ja im Prinzip aus dem Web und greife die quasi von der Webseite ab. Deswegen tue ich so, als ob ich quasi ein Webbrowser bin. Das heißt, ich habe hier diesen Header, diesen HTTP-Header und sage eben, ich bin jetzt hier einfach irgendwie so ein WebKit-Browser, Chrome oder Safari und so weiter. Da ist diese Webseite, der Virus Tracker, da hole ich das ab und hole mir eben die Country Timeline Deutschland. Also das ist die Adresse. Und bei Requests URI hole ich mir eben diese Daten von der Webseite und als Headers nehme ich eben dieses den Header, den ich da angegeben habe. Genau. Wenn ich mir jetzt die Daten mal, ich könnte es ja auch mal so mir anzeigen lassen, wenn ich das jetzt so eingebe, dann bekomme ich im Prinzip so eine Anzeige von so einer JSON-Datei. Das kann ich ja hier schon quasi im Browser mir auch so anzeigen lassen. Die Rohdaten sehen wie gesagt so aus, wie man sieht. Und da habe ich eben immer so dieses Array Timeline-Items. Und da drin sind dann auch wieder irgendwelche JSON-Objekte mit Daily Cases, New Daily Deaths, Total Cases und so weiter. Und ein Datum dazu. Genau. Ja, und ich lade das und was mich eben jetzt interessiert, wie gesagt, da ist nochmal dieses ganze Array nochmal, das kann ich mir auch in dem Python Jupyter Notebook anzeigen lassen. Das ist natürlich jetzt eine lange Liste hier. Ich brauche ja dieses Timeline-Items, das habe ich hier schon gesehen. Und was mich da vor allem interessiert, weil das war ja jetzt auch in der letzten Zeit gerade aktuell mit diesem Tönnies-Skandal, wo die da eben diese ganz vielen Neuansteckungen haben. Deswegen interessiert mich jetzt gerade, ob hier eine zweite Welle kommt oder ob jetzt irgendwie da eben jetzt, wie der Anstieg jetzt sich entwickelt oder eben die neuen Zahlen. Ja. Deswegen nehme ich einfach nur die New Daily Cases raus und kann mir die auch mal anzeigen lassen, eben nur mal die
den Tail, also die hintersten von diesen Python-Objekten, und das scheint okay zu sein. Genau, dann filtere ich eben auch die Werte selber raus. Das habe ich ja alles schon mal erklärt hier, das brauche ich nicht nochmal erklären. Kann man auch gerne nachschauen in einem der vorhergehenden Videos, wo ich das erkläre. Und dann kann ich mir das eben mal anzeigen lassen. Und da sieht man schon auch eben den Plot, wie der sich entwickelt. Und da sieht man jetzt ja auch im Prinzip hier, also hier, da, der Bereich, da ist jetzt so ein leichter Peak im Prinzip drin. Also hier, dass da ein Anstieg war, der aber wohl wieder im Prinzip weg sich wieder verringert hat im Prinzip. Und ja, genau, das ist eigentlich genau das, was ich haben will. Und das Ganze möchte ich natürlich jetzt auf der Webseite verfügbar machen. Und deswegen mache ich Folgendes. Ich nehme mir jetzt eben mal den ganzen Datensatz und speichere den als CSV ab. Was ich da noch machen muss, ist, ich muss dem Index nochmal einen Namen geben, damit ich das dann ordentlich laden kann. Also weil ich möchte im Prinzip zwei Spalten haben. Das eine sind das Datum, dem gebe ich eben dem Index den Namen Date, und die New Daily Cases, das sind eben diese Neuansteckungen. Genau, und dann kann ich das einfach speichern mit toCSV, also von meinem DataFrame toCSV, Daily Cases CSV. Das ist dann quasi, wenn ich das ganze Jupyter Notebook ausführe, habe ich halt immer diese neuen Fälle in dem Daily Cases CSV gespeichert. Das muss ich quasi immer wieder machen, da habe ich dann so Snapshots quasi. Ne? Ja. Und dann geht es darum, das Ganze zu visualisieren in einer HTML-Datei. Und ich habe jetzt mich entschieden, mal als Beispiel Entschuldigung, das Ganze zu nehmen als D3 Visualisierung wieder mal. Habe ich ja auch schon ein Video dazu gemacht. Ich zeige jetzt gleich mal das Ergebnis vielleicht. Entschuldigung. Das sieht dann im Prinzip so aus. Das wollte ich eben machen. Und da sieht man im Prinzip wieder sehr schön. Am Anfang war ja gar nichts dann. Und dann ging es halt los hier im März mit der großen Welle, die da kam, mit irgendwelchen auch Peaks bei der, wie die Welle dann wieder zurückging. Und da gab es immer wieder solche Ausschläge, auch solche Peaks. Und dann der letzte, das war eben der, denke ich mal, wo das dann mit diesen Tennis-Mitarbeitern war, so 1.7. rum. Und jetzt wird es dann schon wieder ein bisschen besser. Da weiß ich nicht, ob das jetzt hier, man sieht schon, so schlimm ist es insgesamt nicht vielleicht. Also das war ja auch schon mal, denke ich, viel besser. Und aber so jetzt so zum Beispiel in dem Zeitpunkt hier Mitte Mai, da war es ja auch schon so ähnlich wie hier. Also da war aber quasi dann auch schon, ging es dann mit den Lockerungen los. Genau. Das heißt, es bleibt Hoffnung. Also es sieht jetzt eigentlich nicht so aus, als ob das nochmal neu ansteigen würde mit einer zweiten Welle. Kann man das jetzt nicht vergleichen. Genau, das war jetzt einfach mal so die Darstellung. Und wie wird das jetzt gemacht mit dem D3? Ich habe mich da auch orientiert an verschiedenen Tutorials. Da gibt es hier zum Beispiel, da oben ist die Adresse dieses Blogs. Da gab es diesen Schnipsel. Also ich habe da auch einfach mal gesucht quasi nach Barplots, möglichst einfachen in D3. Und da gibt es ja dann zum Beispiel eben in D3 Version 4 sowas, was ja schon so ähnlich ist. Ja. Da habe ich im Prinzip auch einen Plot. Und man sieht aber, dass natürlich die Daten anders sind. Das sind jetzt irgendwelche Namen statt Daten. Aber so einfach so ein Barchart, möglichst einfach. Das ist quasi im Wesentlichen der Code, den ich da genommen habe. Den kann man ja nochmal erklären. Also wie gesagt, meins sieht ja dann
hier so aus. Und ja, genau, also was ich natürlich am Anfang machen muss, ist mal dieses D3 einbinden. Das heißt hier einfach mal die Library einbinden. Da habe ich noch ein Stylesheet drinnen, wo ich eben das Ganze, eben diese Farbe auf Steel Blue, das habe ich einfach so übernommen, gesetzt habe. Dann gibt es einfach mal die Breite, die Höhe von dem Graph. Ich habe dann hier noch Window Inner Width, das ist eben so eine JavaScript-Variable für die komplette Breite des Browserfensters, und Inner Height, da habe ich eben die Hälfte genommen und dann eben nochmal die Ränder abgezogen. Dann gibt es was, das nennt sich Scale Band. Das ist im Prinzip, da kann man auch mal suchen, das ist im Prinzip so eine Unterteilung. Ich sage jetzt zum Beispiel, möchte ich eben eine Abstufung haben, wie breit der einzelne Balken sein soll. Wenn man jetzt hier, das kann man auch mal sich mal anschauen, die 3 Scale Band, wenn man da mal googelt, bekommt man ja auch ein paar gute Ergebnisse. Und man sieht vielleicht hier ganz gut, was diese Scale Band hier macht. Ein bisschen größer. Also da habe ich im Prinzip 4 Daten und ich habe aber eine Range von 0 bis 100, das wäre jetzt quasi meine Breite oder so. Und dann würde das eben dann unterteilen in solche Schritte. Das heißt 0, 25, 50, 75 und dann eben nochmal 25 wäre dann 100 sozusagen. Das heißt, da gebe ich den Range an und dann eben die Daten und dann wird es eben unterteilt. Und ich kann hier auch zum Beispiel noch so ein Padding angeben, dass ich sage, ich habe da noch so eine kleine, so einen kleinen Zwischenraum, den ich da auch noch mit eben berücksichtigen will. Den kann ich natürlich größer machen, ich könnte jetzt hier 0,3 mal reingeben und dann sieht man auch, also Width ist ja das, was ich vorher ausgerechnet habe, ne? Genau. Und dann habe ich quasi bei meinem Ergebnis, bei meinem neuen, eben größere Abstände zwischen den ganzen Balken. Genau. Und das ist dann die Y-Skalierung, die ist eben jetzt linear. Einfach ganz normal. Die könnte ich ja quasi auch umdrehen, normalerweise. Müsste ich jetzt 0 Height eingeben. Und dann müsste das Ganze quasi invertieren. Also das heißt, so war es schon korrekt. Ich kann natürlich da auch alles Mögliche berechnen natürlich. Und dann geht es eben mit meinem klassischen D3 los. Ich sage jetzt eben, ich nehme hier diesen Body, ein SVG, falls noch kein Star ist, wird eins erzeugt, mit breite Höhe, wie ich es gerade ausgerechnet habe. Dann dieser Gruppenknoten, wo ich das Ganze dann auch nochmal mit einem Margin versehe. Und dann lade ich die CSV-Datei. Ja, also das heißt, hier von meinem Notebooks Daily Cases, also diese quasi gerade abgespeicherte Datei, gehe durch die Daten durch und formatiere die nochmal ein bisschen. Das heißt, hier zum Beispiel das Date, das habe ich dann einfach mit Standard JavaScript gemacht. Das wird hier im Prinzip nochmal geparsed, weil das ja, wie wir schon gesehen haben, ja, das andere Format ist. Dann, wenn ich jetzt hier auf mein Datumsformat hier gehe, dann ist das ja hier eben in dem amerikanischen Format. Also erst kommt das Monat, dann der Tag und dann das Jahr. Und ich hätte es natürlich gerne andersrum. Ich hätte jetzt
einfach gerne die deutsche Formatierung. Ich kann das jetzt auch mal zum Beispiel mal ändern und einfach mal nur einfach das so lassen, wie es ist. Wenn ich jetzt das einfach nur so eben mache, dann sieht man auch, dass das Datumsformat das übliche, wie gerade beschriebene amerikanische Format ist. Ich hätte aber gern, wie gesagt, dieses deutsche Format, und ich kann Folgendes machen: Ich kann diese Dates quasi parsen und dann eben ein neues, was ich da bekomme bei dem Parse, ist im Prinzip so dieser Timestamp. Das ist eben die vergangenen Millisekunden seit dem 01.01.1970, was mich natürlich jetzt irgendwie eher weniger interessiert und uns natürlich. Deswegen mache ich da wirklich ein Datum draus und sage dann to local stream. Das heißt, das ist eben die Browser-Einstellung. Wenn man jetzt quasi in deutscher Sprache sozusagen unterwegs ist, dann nimmt er eben den deutschen, macht das deutsche Format. Und dann splitte ich noch hier das Ganze, weil ich habe nämlich da normalerweise die Uhrzeit mit dabei. Na, wenn ich das jetzt ohne Split mache, dann sehe ich auch, dass ich hier noch so eine Uhrzeit bekomme, die ist aber eh auf 0 und das wird mit Komma getrennt, deswegen habe ich da nicht rumgetan und habe das einfach weggesplittert und eben den ersten Teil von dem Split genommen, und dann ist das eben hier dieses Datum. Das ist jetzt auch nicht besonders schön, aber es soll ja auch nur ein Beispiel sein, wie man so eine Arbeit aufbauen kann. Also wie gesagt, das ist ja quasi so eine Minimalversion, die ist auch nicht interaktiv. Genau, dann mappe ich das eben auf diese Breite und Höhe im Prinzip, oder einfach in dem Fall gebe ich halt einfach die Daten selber nochmal zurück. Ja. Und das Scale ist eben das Maximum, weil das ist eben das, was ich sage, ich skaliere auf die maximale Höhe. Und dann werden die einzelnen Balken natürlich gemacht. Ja, das heißt, ich mache jetzt diese Klasse Bar, selektiere ich, die es ja noch nicht gibt. Hängen da die Daten dran, und wenn es die nicht gibt, dann wird eben ein Rechteck dran gehängt mit der Klasse Bar. Und dann also ein SVG-Rechteck mit den Attributen X für eben jetzt einfach mal diese X-Domain, ja, das ist ja dann dieses, was man hier vorher gehabt hat, dieses Scale-Band hier, was da. Da bekomme ich dann im Prinzip diese Unterteilung und gebe dann das Datum rein, ja, das jeweilige, bekomme dann diese Unterteilung, bekomme dann die Breite eben mit diesem Bandwidth, also je nachdem, was ich da für Padding eingestellt habe, auch wieder von diesem X, also das X ist quasi eine Funktion. In dem Fall, das mir eben, die ich da bekomme, indem ich hier dieses Scale Band hier, wie gerade erklärt, eben eingestellt habe. Ja, genau, das X ist quasi eine Funktion und das hat auch Bandwidth, das ist dann eben die Breite. Für das Y genau das gleiche. Also Y als quasi Position auf der Y-Achse und Height eben für die Höhe. Das wird dann eben andersrum dargestellt. Na, ich könnte das ja auch einmal versuchen, zum Beispiel mal nur so zu machen und das irgendwie auf den Kopf stellen, denke ich. Oder hier, naja, das ist nicht so besonders schön dann, wie gesagt, weil es dann noch zentriert. Genau. Okay, und dann wird das Ganze eben als ein Gruppenknoten angehängt. Dann. Also das sind die einzelnen Daten, das sind quasi jetzt damit abgehandelt. Dann wird eben noch ein Gruppenknoten drangehängt für die Achsen. Das hier ist jetzt erstmal die X-Achse, die wird dann eben verschoben nach unten auf die Höhe, also das heißt runterwärts, hier nach unten im Prinzip. Und genau,
Und dann nehme ich mir alle Texte und vor allem rotiere die noch um 90 Grad, damit die eben so nach vertikal eben sich darstellen. Wenn ich das hier nicht mache, ich nehme das mal weg, dann sieht man auch, dass er dann die eben so ineinander schreibt, was natürlich nicht lesbar ist. Und deswegen rotiere ich die und vorher verschiebe ich es noch ein bisschen, weil wenn ich das nicht mache, dann ragen mir die da rein. Ja, und das heißt, ich muss die da unten schieben erstmal und dann eben rotieren. Genau. Und dann wird einfach nur die Y-Achse noch dran gehängt mit die 3 Axis Left Y. Und dann bin ich eigentlich jetzt mit dem fertig und habe im Prinzip eine komplette Visualisierung, so wie wir das auch mit dem Referenzmodell der Informationsvisualisierung ja schon quasi kennengelernt haben. Das heißt, ich hole mir meine Rohdaten und aus denen selektiere ich eben die Daten, die ich darstellen will, und dann beschreibe ich eben das Mapping, und die Darstellung ist eben dann das, was in dem Browser passiert. Ich habe halt keine Möglichkeit jetzt noch da interaktiv neu zu filtern, aber das kann man ja auch vielleicht in der Studienarbeit noch einbauen. Ich wollte bloß mal vor allem den Workflow noch zeigen, wie ich im Prinzip von den Daten von diesem Web API, wie ich die quasi raus aus der Webseite mir abgreife und diese JSON-Daten dann eben nehme und die dann eben in ein Dataframe umwandle, mir dann einfach auch die aktuellen Daten, die ich darstellen will, also die New Daily Cases, eben rausnehmen, mir mal eine Übersicht eben verschaffe, wie die Daten aussehen, das Ganze dann eben korrekt abspeichere als CSV-Datei und das Ganze dann eben in JavaScript mit eben dem D3-Framework einfach lade und dann eben als Visualisierung im Webbrowser dann darstelle. Also das wäre quasi der komplette Workflow, den Sie dann auch machen sollen. Also das heißt, wie gesagt, nochmal Daten rausgreifen, dann eben die Daten entsprechend eben aussuchen, die Sie visualisieren wollen, sich einen Überblick verschaffen, also schon mal irgendwie plotten in JavaScript, in eben Python hier mit der Plot Library, dann eben speichern und dann eben hier in JavaScript und HTML dann im Endeffekt im Browser darstellen. Genau. Sie sollen natürlich jetzt nicht eins zu eins dasselbe machen. Ich werde Ihnen den Code diesmal auch nicht zur Verfügung stellen, weil der im Prinzip schon Richtung Studienarbeit geht. Aber so soll es eben dann werden, und so kann man im Prinzip eine komplette Visualisierung von Daten aus dem Web im Webbrowser dann auch nochmal darstellen und eben mit das Data Engineering mit Python und JupyterNotebooks Notebooks und Pandas machen und die Darstellung eben mit HTML, CSS und JavaScript.